Hi an alle zusammen. Ich glaube, wir brauchen eine Weile, bis wir oder bis es alle im Livestream geschafft haben. Hi, oh, grazie, ich habe mich so gefreut auf euch. Ich freue mich echt mega, euch zu sehen. Naja, gut, nicht wirklich sehen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe zumindest das Gefühl, dass wir uns gerade treffen und dass wir uns sehen. Deswegen, ich vermisse euch so sehr. Deswegen ist es jetzt richtig, richtig mega, dass ihr alle am Start seid. Bis wir hier alle sind, habe ich mir überlegt, nutze ich die Zeit, um euch Danke zu sagen, dass ihr Sommerwind, meine erste Single aus meinem 7. Album, so feiert. Das ist so echt crazy, weil ihr Sommerwind zu meinem erfolgreichsten Solo-Song in den ersten Tagen gemacht habt. Das ist so verrückt. Also vielen, vielen Dank an euch alle, die Sommerwind so feiern und streamen und klicken und nicht genug kriegen. Das ist so geil, weil als wir den Song geschrieben haben, wussten wir irgendwie, okay, krass, wir feiern den auch so und das muss die erste Single sein. Und deswegen ist es auch Track Nummer 1 auf meinem 7. Album. Und dass es jetzt halt so gefeiert wird, das ist echt crazy. Also es freut uns wirklich mega. Vielen, vielen Dank. Wow, wir werden immer mehr. Halt zusammen. Mein Herz schlägt, das ist so crazy. Es ist so schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Ich möchte eigentlich auch gar nicht so viel Zeit verplempern, weil ihr alle gespannt seid und ich auch. Und deswegen wollte ich kurz mal euch eine kleine Übersicht geben, was ich mit euch jetzt kurz besprechen möchte. Und zwar zum einen möchte ich euch erzählen, was die Konfigurationen sein werden von meinem 7. Studioalbum. Zum anderen möchte ich euch das Veröffentlichungsdatum nennen. Dann möchte ich euch den Albumtitel nennen. Und ich werde euch das Cover zeigen von meinem 7. Album. Kommen wir erstmal zu den Konfigurationen. Mein 7. Studioalbum wird es in drei Editionen geben. Und zwar zum einen als Standard-CD mit 13 Tracks plus ein Bonus-Track. Zu diesem Bonus-Track kommen am Freitag noch mehr News und darauf freue ich mich auch sehr. Das ist eine kleine Überraschung, weil da geht echt so ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung. Und da bin ich echt sehr gespannt, was ihr sagt. Dann gibt es eine Fanbox, die darf nicht fehlen, eine tolle Fanbox. Und es wird, weil ihr euch das so sehr gewünscht habt und ich das auch ziemlich cool fand, weil es so was sehr, sehr Persönliches war, was ich euch geschenkt oder gegeben habe an dem Inhalt, ist eine Magazinedition, wie bei meinem Album Schlager 2018, falls ihr euch erinnern könnt. Da werden unveröffentlichte Bilder drin sein, da wird es wieder die Songtexte geben, persönliche Texte von mir geschrieben und Stories und ja, so Zeug. Also das wird echt wieder ziemlich, ziemlich persönlich. Und zum ersten Mal ist es so, dass alle Editionen streng limitiert sein werden. Also auch die CD, die Fanbox und das Magazin. Dann, ach geil, jetzt kommt Andreas gerade unten rein und ich höre mich selber sprechen, weil er den Livestream guckt. Hi Andreas. Und jetzt wird gleich Ikaro hochkommen, glaube ich. So, dann ist es so, dass wir jetzt schon bei dem Punkt sind. Jetzt kommt Ikaro. Hey, Buddy, what's up? Hey, komm hoch. Sag hi. Komm. Hey! Oh ja, alles klar. Ikaro war gerade laufen. Ich glaube, bei uns ist es noch ein bisschen warm, deswegen. Hi, Ikaro. What's up? Und müde ist er auch. Wir waren halt beim Tierarzt, deswegen. Aber ihm geht's gut, alles easy. Deswegen ist er ein bisschen müde heute. So, jetzt mal wieder runter. Denn ich komme jetzt zu, wenn ich bei den ersten Punkten nichts vergessen habe, ich komme jetzt zu dem Albumname. Spannung, Spannung, Spannung. Bei dem Albumname ist es so, ich habe euch schon wahnsinnig viele Hinweise gegeben. Ich habe euch einen Hinweis in meinem Video gegeben zu Sommerwind. Ich habe im Songtext den Hinweis versteckt zu Sommerwind. Und hier auf Social Media. Und hier an dieser Stelle möchte ich mal sagen, wie krass geil ich das finde, dass ihr so intensiv euch mit all dem beschäftigt, was ich mache und was ich poste und was ich euch irgendwie zeigen möchte. Ikaro kratzt sich. Denn es ist nicht selbstverständlich und ihr seid so gut darin, zu verstehen, was ich euch immer sagen möchte. Das ist wirklich krass. Ich habe schon überlegt, ob ich es zu einfach gemacht habe, weil ihr wirklich gut darin seid. Aber jetzt meine Frage. Habt ihr eine Ahnung, wie mein 7. Studioalbum heißen könnte? Jetzt mache ich es kurz noch spannend und ihr müsst mir schreiben, was ihr meint. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen die Kommentare durchlesen. Hi everyone, erstmal.
Okay. Okay, ich möchte es nicht so spannend machen. Ich werde es euch sagen. Mein siebtes Studioalbum wird ein bunter Cocktail sein. Es wird heißen Mai Tai. Es ist so krass. Also, mein siebtes Studioalbum wird Mai Tai heißen. Und Mai Tai deshalb, weil als wir die Songs geschrieben haben, gab es immer so ein paar Gefühle und Begriffe, die halt so mitgeschwungen sind. Und das ist Liebe, das ist Unbeschwertheit, das ist Glück, das ist Sehnsucht, Fernweh, Leidenschaft. Und Mai Tai war einfach das oder der Begriff, der alle Songs so ein bisschen zusammengepackt hat, der das Lebensgefühl beschreibt eigentlich, was dieses Album ausdrücken soll. Und deswegen heißt mein siebtes Studioalbum Mai Tai. Also Chapeau an alle, die das schon vorher wussten. Ihr habt richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Das nächste Mal verstecke ich, glaube ich, ein bisschen besser meine Hinweise. So, und jetzt kommen wir zum Albumcover. Oh mein Gott, also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Beim Albumcover ist es so, dass ich ganz genaue Vorstellungen hatte, wie dieses Cover aussehen soll. Und meine liebe Anelia, die ihr auch kennt, mit der ich schon lange zusammenarbeite, hat wirklich diesen einen Shot geschossen. Und wir wussten alle, okay, das ist das Cover. Und da drüben liegt's. Ich hol's jetzt gleich. Okay, das Krasse ist, also das ist ein Proof. Das heißt, für alle, die es nicht wissen, was ein Proof ist, wir haben uns das schicken lassen, damit man sieht, wie das Cover aussehen wird, wenn es gedruckt ist. Deswegen lasst euch nicht irritieren von den ganzen Farbmarken, die da noch drumherum sind. Aber ich zeige euch jetzt mein siebtes Studioalbum. Here it is. Oh mein Gott, ich zitter voll. Das hier ist es. Das ist mein Cover von meinem siebten Studioalbum, welches ihr übrigens ab diesem Freitag vorbestellen könnt. Alles streng limitiert und ich würde mal safe sagen, Freitagnachmittag könnt ihr es überall bestellen. Also nagelt mich nicht fest auf Freitag. Freitagnachmittag ist safe alles drin. Und das waren jetzt wahnsinnig viele Infos und deswegen werde ich euch das alles noch gleich in einem Post zusammenpacken. Und schreibe alle Infos nochmal im Posting rein und poste auch das Artwork. Und ihr könnt mir Kommentare da lassen, wie ihr das findet. Und ich hoffe sehr, dass euch das alles so gefällt. Ich bin super, super krass stolz drauf und super happy. Und mein Puls beruhigt sich auch langsam ein bisschen. Falls ich irgendwas vergessen habe, werde ich das auch in das Posting schreiben. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt, dann würde es mich total freuen, wenn ihr jetzt auf TikTok rüberkommt, auf meinen Channel. Denn da werde ich jetzt eure Fragen beantworten, die ihr habt. Wenn ihr mir auf TikTok noch nicht folgt, dann wird das höchste Zeit. Dann müsst ihr jetzt auf TikTok gehen und mir folgen. Und dann werde ich eure Fragen beantworten. Also merkt sie euch und dann sehen wir uns gleich auf TikTok. Und das Posting haue ich jetzt gleich davor noch raus. Und ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen hier und wollte euch nochmal fett Danke sagen für euren Support. Es ist wirklich toll, dass wir immer mehr werden und dass ihr mich so unterstützt, egal wann, egal wie, wir halten zusammen und daher aus tiefstem Herzen vielen, vielen Dank und ich hoffe, ihr feiert das Album genauso wie ich und die Songs werden krass und wir haben noch viele Projekte, die kommen. Ich habe noch so viele Überraschungen für euch in diesem Jahr, das wird so heftig und ich bin einfach nur wahnsinnig glücklich und das wird dieses Album ausstrahlen. Ich bin einfach nur sehr zufrieden und ihr habt mich dahin gebracht. Und ich glaube, wir werden alle so richtig krass feiern mit diesem Album. Also, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz, ganz tollen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns gleich auf TikTok. Fühlt euch fett gedrückt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich werde den Livestream stehen lassen. Dann könnt ihr das auch noch angucken. Vielen, vielen Dank, mein Team.